steht im Technikladen, der andere im Rüstungsladen. Die Typen annehmen hier. Von denen ich noch Mobs kriege. Am Rüstungsladen. Ich gehe mal kurz rein. Willi? Ah, Willi. Ich würde gerne in meine Heimat Balfonheim zurückkehren, aber auf Luftschiffen wird mir immer so schlecht. Daher hatte ich vor, auf einem Schleichweg durch Sohn nach Hause zu reisen. Ich wollte mich hier mit Waffen ausrüsten, habe dann aber gehört, dass in Sohn ein ganz gefährliches Monstrum haust. Nicht auszudenken, wenn ich darauf treffe. Bei dem Monster soll es sich um Dunkelamethit handeln. Wenn die doch bloß nicht da wäre. Irgendwie würde ich es schon schaffen. Kannst du sich vielleicht aus dem Weg räumen? Ja, irgendwann bestimmt. Hab vielen Dank. Wenn erst Dunkelamethit in Sohn nicht mehr ihr Unwesen treibt, dann schaffe ich es auch aus eigener Kraft nach Hause. Ja. Also, kurz mal aufschreiben. Dunkel... Amethit in Sohen. So, jetzt haben wir den abgeknuspert. Kann ich den hier wegstreichen. Dann der Technikladen. Und die Lufthauchgasse. Wo ist denn die Lufthauchgasse? Der Technikladen müsste da sein, ne? Also wieder hier rum. Und dann nach links statt nach rechts. Da oben, das müsste der Technikladen sein. Hoffe ich. Technik. Heißt hier eine Atze? Du vielleicht? Nein. Du? Auch nicht. Du? Nein, du bist ein Kartenhändler. Ja, ich möchte eine Karte kaufen. Oh, von Cheetah Hochland. Nehmen wir, ja. Und die nehmen wir natürlich auch. Wir haben es ja. So. Auch nicht. Du! Ah, du hast den Steckbrief gelesen. Kurz gesagt, ich will ein starkes Monster umhauen und bei den Frauen landen. Mein Wunschgegner, Riesenfürst. Doch alleine zu kämpfen ist langweilig. Daher suche ich ein bisschen Gesellschaft. Brauchst doch kaum zu helfen. Ehrlich. Na, was wartest du noch? Kämpfst du mit mir? Na klar. Also Riesenfürst, hat er gesagt, heißt das vier. Riesenfürst. Und natürlich auch in Sohen. Wo denn auch sonst? Unser Ziel heißt Riesenfürst und befindet sich irgendwo im Sohn-Höhenpalast. Besiegen wir den, bin ich die coolste Siegsau auf Ivalis. Natürlich. Natürlich. So, wo ist die Lufthauchgasse? Vorrandbezirk, Rihanna-Bezirk, Nirvas-Bezirk, Senobul. Luftarkade, Höhenterrasse. Hä? Vielleicht im alten Arcades? Ach, Tatsache, im alten Arcades. Und da komme ich von hier aus hin. Wunderbärchen. Äh.
du? Nicht richtig? Ich glaube schon. Einmal hier rum. Einmal da rum und schon sind wir da. Hier ist doch schon die Lufthauchgasse, ne? Jo. Warum gucke ich extra auf die Karte, wenn es auch unten links steht? Ich weiß es nicht. Nein. Nein. Auch nicht. Fuhumon. Na, du sowieso nicht. Bin ich fett im Kreis gerannt. Gibt's doch nicht. Na, die hier alle nicht. Also gucken wir mal hier lang. Hier vielleicht hier einer? Furumon! Ich erzähle den Kindern von den Ruinen Cheetahs. Seit langem forsche ich über sie. Nun gut, es geschah also, dass die Altvorderen einen bösartigen Drachen nach Cheetah jagten und ihn dort banden. Im Hochland gab es 4 Schreine. Ein jeder wurde von einem Eisenriesen bewacht. Und dann, vor kurzem, tauchte plötzlich ein Drache in Cheetah auf. Dies könnte der gebannte Drache sein. Hm? Hat unser Gast etwa den Steckbrief gesehen? Ist dem so, so bitte ich dich. Gebiete dem Drachen Einhalt, bevor er zu neuen Kräften erwacht. Sein Name ist Lindwurm. Vernichte ihn. Okay, also, Lindwurm. Natürlich machen wir das. Die Geschichte von den Riesen ist nicht mehr als eine Sage. Beweisen kann ich weder ihre noch die Existenz des Drachen. Leih mir deine Kräfte und strecke den Drachen nieder, bevor er zu voller Kraft erwacht. Er soll aus Wolken erscheinen. Halte also nach Wolkenwetter Ausschau, nach wolkigem Wetter Ausschau. Sollte die Legende wahr sein, so müsste Lindwurm irgendwo im Cheetah-Hochland zu finden sein. So, dann hätten wir aus Arcades jetzt. No! Hallo! Oh. Controller, erschreck mich nicht so. Ich glaube, mein Kabel ist ein bisschen im Arsch. Dann geht's zum Höhlenpalast. So, schauen wir nochmal ganz kurz. Also, halt mal fest. Bloody ist zu schwer. Dafür müssen wir noch nach Nalbina. Hier müssen wir erstmal an dem Bomber vorbei. Das ist im Höhenpalast. Den will ich jetzt nicht machen. Die Rache des Gepäcks. Das Gepäckgestuhl. Viral soll sich irgendwo in der Cerovi-Steppe befinden. Aber die hilft mir doch, ne? Ich glaube, die hilft mir da ja dann sogar. Cerovi-Steppe, ganz ehrlich. Dann gehen wir jetzt wohl mal zur Cerovi-Steppe. Warum nicht? Ich gebe noch nicht auf. Ich werde doch wohl wenigstens einen Mob noch schaffen. Irgendwie. Natürlich werde ich irgendwie irgendwann alle schaffen, aber... halt... einige noch zu schwer. Ich würde die Gillkröte gerne machen. Die dürfte eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr so schwer sein, aber ich weiß nicht, ob wir mittlerweile Regenzeit in Giza haben. Ich habe natürlich noch nicht geguckt, weil ich das immer wieder vergesse, wie ich die Regenzeit in Giza triggern könnte. Was jetzt echt gut ist. Das ist echt praktisch. Ich brauche die Regenzeit und weiß nicht wie.
hier runter. So, ja, wir möchten bitte. Danke. Wir müssen uns auch bald mal wieder neue Teleportsteine holen. Was hatte ich jetzt gesagt? Wo wollen wir hin? In die Cerobi-Steppe. Ich kann mich nicht direkt zur Cerobi-Steppe teleportieren. Wollt ihr mich verarschen? Wo in der Nähe ist denn diese Karte? Nein. Komme ich nochmal auf die große Weltkarte. Ja. Geovegan, da müssen wir als nächstes hin. In der Nähe ist da bitte die Cerobi-Steppe. Gibt's doch nicht. Ist ja interessant. Aber wo ist es? Wo ist denn die Cerobi-Steppe bitte? Hier unten irgendwo? Da ging die vom verwunschenen Wald ab. Von dem ich irgendwie keine Map habe, wieso auch immer. Achso, ich war ja auch noch gar nicht im verwunschenen Wald. Kann ich ja gar keine Map haben. Im Wald vielleicht? Berge. Ja, da ist noch ein Fragezeichen. Da geht es zur Fonküste. Gut, weißt du was? Dann gucken wir halt einfach mal, ob vielleicht Regenzeit im Kitza ist. Direkt in die Kitza-Ebene können wir natürlich nicht. Wo ist denn jetzt Rabanas dahin? Da. Machen wir es halt so. Bitte lass es regnen. Bitte, bitte lass es regnen. Das wäre jetzt echt toll. Ich glaube, es regnet nicht. Es regnet natürlich nicht. Warum regnet es nicht? Können die mir im Dorf was dazu sagen? Zum Thema Regenzeit und so. Ja, nein. Sag ich ja. Du wahrscheinlich auch nicht. Huch, wo sind denn die Patrizien?
Schau dir das Trauerspiel an. Meine geliebten Kokatrice sind allesamt entflohen. Warum nur? Selbst bei geöffneter Stalltür sind sie bislang nie ausgebüxt. Ich weiß, ich müsste ausziehen, sie zu finden, doch wüsste ich nicht, wo ich zuerst suchen sollte. Tja, gebe ich keine Schuld. Es war wohl noch viel zu früh, sie mit dieser großen Verantwortung zu betrauen. Solange wir die jetzt nicht suchen müssen. Ich hatte Anja gebeten, mich auf die Kokatrice aufpassen zu lassen. Und jetzt, sind sie alle entwischt. Wo die wohl stecken? Und alles ist meine Schuld. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Sicher hätten sie besser auf mich gehört, wenn ich so eine tolle magische Feder wie Danja gehabt hätte, mit der man Kokatrice-Sprache kann. Ja, okay. Wie gesagt, solange ich die nicht suchen muss, ich will wissen, wann die Regenzeit kommt. Oder wie, oder was. Wo hast du ihn her? Nein, ich kann mich nicht irren. Dies ist der Ring, den er mir vor vielen Jahren am Tag unserer Hochzeit schenkte. Doch ich, unachtsam wie ich war, verlor ihn, diesen wichtigen Ring. Als er mich so niedergeschlagen sah, zog er alleine hinaus, den Ring zu suchen, obwohl die Regenzeit schon nah war. Ich wartete, bis die Regenzeit einsetzte, doch er kam nicht zurück. Und ich verließ diesen Ort. Ich gab auf, dachte, ich würde ihn nie mehr finden. Doch tief im Herzen blieb ein Funken Hoffnung. Dass diese nun endlich erfüllt ist. Vielen Dank, dass du mir diesen Ring brachtest. Echt? Der Mann, den du getroffen hast, es war bestimmt er. Ich glaube fest daran. Werde auch ich ihn wohl irgendwann wiedersehen? Dir gilt mein innigster Dank. Ja, bitteschön. Ich will wissen, wie ich hier vielleicht Regenzeit... Du trägst ja ein Elmonea-Blatt bei dir? Was? Ein was? Der Garif Tugem bat mich, es uns zu bringen? Wie zuvorkommen von ihm? Normalerweise nehmen wir die Blätter an den Ausläufern der Osmonebene nicht entgegen. Achso, der Osmonebene entgegen. Doch in letzter Zeit schaffte es niemand von uns dorthin. Auch dir will ich danken, dass du extra den weiten Weg auf dich nahmst. Für deine Mühen sollst du dies erhalten. Oh, vielen Dank. War der junge alte Tugem denn wohl auf? Er hat Yahara schon lange nicht mehr verlassen. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich ihn traf. Richte ihm meine Grüße aus, wenn du ihn wieder siehst. Ja, vielleicht. Hey, Kind, Regenzeit. Und so. Achso, du bist das. Nein. Sagst du mir was zur Regenzeit? Sonnenstein. Ja, nein. Ich will nichts zu Sonnensteinen wissen. Die Regentin ist sauer, ganz sicher, weil ich das Schildpad mitgebracht habe. Schildkröten finden Souvenirs aus ihren Panzern sicher nicht lustig. Wegen des Dauerrings habe ich schon eine Erkältung bekommen. Fieber habe ich, glaube ich, auch. Bitte fang die Gillkröte schnell. Aha. Ich habe gehört, dass die Gillkröte ihrem Namen entsprechend unglaublich reich ist. Die Ebene zu kontrollieren zahlt sich also aus. Doch ihr Panzer soll so hart sein, dass kein Schwert ihn durchdringen kann. Ja, das hilft mir alles nicht weiter. Es sei denn, es regnet jetzt wie von Zauberhand. Was es natürlich nicht tun wird. Wie zur Hölle... Was wurmt mich jetzt? Nein. Lass den einfach. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, oder? Nach Ravanasta und wieder zurück. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht auf einmal wie von Geisterhand regnen. Klingt immer noch so wie vorher. Ich höre nur Windrauschen. Oh, wie kriege ich denn die Regenzeit? Wisst ihr was? Ich gucke einfach mal kurz nach, wie ich die Regenzeit triggern kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao, ciao!